Hallo, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar mache ich heute Gulasch in der Cook for Me. So, wie ich eben schon gesagt habe, mache ich heute Gulasch. Die Zutaten habe ich hier schon fertig stehen. Die Cook for Me ist auch schon an und dann wollen wir jetzt einfach mal starten. Rezepte. Hauptspeise. Jetzt gehen wir weiter runter. Wir möchten nämlich jetzt ungarisches Gulasch machen. Mal gucken. Sind ja schon einige Rezepte, die wir hier haben. Da haben wir das ungarische Gulasch. Diesmal mache ich es für 6 Personen, da es für 2 Tage reichen soll. Zutaten habe ich, wie gesagt, alle fertig. So, und jetzt fange ich einfach mal an. Zuallererst habe ich jetzt das Öl in den Behälter gegeben, wie es hier vorne steht. Jetzt heizt es schon auf. Zum Aufheizen des Öls muss der Deckel allerdings offen bleiben. Ich habe gerade eben den Fehler gemacht und wollte ihn zumachen. Da hat mich die Cook von mir angeschrien. Deckel öffnen! Habe ich dann auch wieder getan. Und wir sind jetzt noch am Aufheizen. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das sehen könnt, aber es dampft schon. Also das Öl wird hier wirklich heiß. Und wir sind jetzt auch gleich mit dem Aufheizen fertig. Wir sind jetzt mit dem Aufheizen fertig und ich soll alle Zutaten außer die Flüssigkeiten einfüllen. Man hört es schon brutzeln, also es wird doch recht heiß. Ich habe da meinen Finger gesehen. Jetzt kommt noch das Fleisch hinzu und das wird dann alles 10 Minuten angebraten. Hier seht ihr jetzt schön das Gulasch köcheln. Ich gebe jetzt noch die Gewürze dazu, denn die 10 Minuten sind gleich vorbei. So, die 10 Minuten sind jetzt vorbei. Möchten Sie das Braten stoppen? Ja. Flüssige Zutaten dazugeben, das mache ich jetzt auch. So, die flüssigen Zutaten sind drin. Jetzt möchte ich den Garvorgang starten. Das heißt, ich muss jetzt den Deckel zumachen. So, da können wir das nochmal sehen. Ich werde den Deckel jetzt schließen und den Garvorgang starten. So, jetzt wird nochmal aufgeheizt und dann wird gegart. Das Aufheizen ist jetzt vorbei. Jetzt werden 35 Minuten, 35 Minuten Garzeit angezeigt und danach sollte das Gulasch fertig sein. Ich bin gespannt. So, unser Gulasch ist in 17, 16, 15 Sekunden fertig. Wir mussten den Topf nur jetzt ein bisschen umstellen, weil auf dem Herd ja auch gekocht wurde. Dementsprechend hänge ich jetzt gerade ein bisschen schief hier, um euch trotzdem zu zeigen, wie es aussieht. Dampft jetzt ab. Dauert jetzt noch einen Moment. So, das Abdampfen ist jetzt auch gleich jeden Moment zu Ende. Und dann schauen wir uns unser Gulasch mal an. Gucken, wie es geworden ist. Ich meine, das ist jetzt unser erstes Gulasch nach unserer vegetarischen Phase. Vorher gab es dann vegetarisches Gulasch. Und das hier ist jetzt Rindergulasch. Und wir sind gespannt. Abschmecken und servieren. Guten Appetit. Beim Öffnen des Deckels auf austretenden Dampf achten. Warm halten wollen wir nicht mehr. Wir wollen jetzt essen. So sieht das Gulasch jetzt aus, nachdem ich den Deckel geöffnet habe. Ich werde jetzt noch mal ordentlich umrühren und dann gucken wir mal. So, das ist jetzt unser fertiges Essen. Gulasch, Kartoffeln und Rotkohl. Und Matze hat schon probiert und sagt, das Fleisch zerfällt quasi. Also es ist sehr, sehr zart. Und wir werden es uns jetzt schmecken lassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Tschüssi!